Das Wort zum Freitag müssen wir heute mal wieder über die Forstmesse machen. Bald ist in München große Messe. Ich freue mich eigentlich immer richtig auf die Forstmesse. Trifft super Leute, super Kumpels überall. Irgendwie trifft man doch immer jemanden, den man schon länger kennt. Stehst am Stand, trinkst ein Bier oder auch zweimal, drei oder vier. Kann immer mal passieren, dass ein bisschen mehr wird. Und dann stehst du am Stand, dann guckst du den Gang runter und siehst schon so einen Typ hochlaufen da an dir vorbei mit Ponze hier, Ponze Hut, Ponze Tätowierung auf dem Arm, Ponze Schlappe, Ponze Tragtasch. Und dann kommt der auf dich zu und du denkst, ach bloß, lauf bloß weiter. Natürlich läuft der nicht weiter, der bleibt stehen und direkt, hab dir auch Maschine, Rückzug, habe es der mir auch. Du kannst gar nichts sagen, du darfst eh nichts sagen, aber dann geht es da los. Mir schneide 600 Meter am Tag mit der Supercut in meinem Kopf vorne hier, Ponze, Superteil. 600 Meter in der Fichte erst durchforstung, kein Problem, 600 Meter und der Rücker fährt am gleichen Tag noch 700 Meter raus. Die 100 rechtliche Meter hat er mit der Supergrip 2 aus der Atmosphäre rausgezogen, weil das so ein super typisch kann der hier Atmosphäreluft in Festmeter verwandeln. Und dann geht's weiter, weil mir so 600 Meter mache am Tag, können wir für 3 oder 4 Euro das Holz rausfahren und überhaupt super Typen. Ich weiß auch nicht, ob die als Kind mal in ein Hydrauliköl-Fass reingefallen sind oder was mit denen los ist. Aber die gibt's überall und auf jeder Mess. Und dann hast du die ganze Mess hinter dir, schleichst du so einen Typ her wie so eine Gefängniskugel. Du wirst die nicht mehr los. Und alle sind's die geilste. Und Ponze, muss Ponze fahren oder was auch immer. Bei uns geht nichts kaputt. Wenn du mal 600 Meter machst, kann gar nichts kaputt gehen. Da wirst du reich für 3 Euro. Direkt an der Waldstraße. Und du wirst den Typ nicht los. Irgendwann merkst du, dass der die ganze Zeit so schräg läuft. Und denkst, ach, vielleicht hat er mal einen Unfall gehabt. Nee, der hat noch der 46er und der 52er Schlüssel dabei. Es kann ja sein, dass man noch schnell den Schlauch montieren muss, Hydraulikschlauch. Aber eigentlich geht ja nichts kaputt, aber da muss man mir mitnehmen auf der Mess. Ja, ich bin froh, wenn ich auf der Mess einfach wieder ein paar von den normalen Leuten treffe. Da freue ich mich schon immer drauf, euch alle zu sehen. Ich hoffe, man sieht sich auch in München. Ihr werdet auf jeden Fall ein oder zwei Tage vorbeigucken. Bis dann, macht's gut. Und lasst euch von den Supertypen nicht so arg ärgern. Man wird sie nicht los. Vergiss, die wird nicht los. Vergiss.